Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Die letzte Folge, ja, sie war sehr traurig. Wir sind leider gestorben. Und das dooferweise auch noch an einem sehr, sehr ungünstigen Standpunkt in einem Dungeon drin. Und unser Inventar war so schön voll. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir da am besten machen, weil so ungeschützt können wir da nicht rein. Dann haben wir gleich den nächsten Tod. Das heißt, wir müssten uns idealerweise erstmal wieder ein bisschen ausrüsten. Und dann hoffen, dass wir da schnell reinrennen, Loot mitnehmen und wieder abhauen können. Wir bekommen ja den Buff Leichenlauf, sobald wir unser Grab aufgesammelt haben. Das heißt, wir kriegen ein bisschen weniger Schaden und verbrauchen weniger Ausdauer. Beim Rennen zumindest. Das heißt, das wäre auf jeden Fall schon mal... Ach, zerlumptes Hemd. Das ist natürlich Mist. Das wäre auf jeden Fall schon mal ein bisschen praktischer. Aber wir müssen gucken, ob wir das überhaupt hinkriegen. Ich habe mich jetzt nochmal belesen, weil hier oben steht ja kein Fähigkeitenabzug. Heißt aber nicht, dass wir keinen Fähigkeitenabzug bekommen haben. Ist ein bisschen verwirrend. Ich hatte mich schon gewundert, weil als wir gestorben sind, stand hier oben Fähigkeitenabzug oder Fertigkeitenabzug. Ja, das Ganze bedeutet einfach nur, wir kriegen den Buff, wenn wir gestorben sind. Das heißt, ich glaube 10 Minuten lang nach unserem Tod. Wenn wir jetzt nochmal sterben sollten, dann kriegen wir keinen Fähigkeitenabzug. Aber ansonsten hat es uns 5% von allem abgezogen. Also Schleichen, Bogenskill, all das. Haben wir jetzt überall 5% weniger. Ist schon ganz schön hart. So hochgeskillt sind wir zum Glück noch nicht. Also es sind jetzt nicht riesig viele Punkte. Aber trotz allem ist das schon nicht ohne. Was haben wir denn jetzt? Wir haben den Lederhelm und wir haben das zerlumpte Hemd. Jetzt halt die Frage, ob wir uns schnell hier mal das Leder rausgreifen. Und uns fix noch hier ein bisschen was craften. Ah nein, Hirschfell brauchte das. Haben wir denn noch Hirschfell? Hier haben wir Hirschfell. Eine Hose wäre zumindest sehr schön. Ist jetzt schade um das Fell. Aber so komplett unausgerüstet werde ich mich definitiv nicht da reinmachen. Naja, und dann lassen wir es erstmal, oder? Hemd, Helm und Hose. Ist schon mal ein Anfang. Wir brauchen auf jeden Fall wieder eine Feuersteinaxt. Haben wir hier noch irgendwo Holz? Nee, ne? Nö, aber Essen können wir auch einpacken. Pilze, das. Wir brauchen natürlich unbedingt noch einen dritten. Ach, wir hatten ja sogar die Bienenkönigin drin und das Honig. Oh Gott, habe ich noch gar nicht dran gedacht. Mist. Das ist wirklich richtig bescheuert gelaufen. Wir müssen das unbedingt wiederkriegen. Wir brauchen erstmal einen Bauhammer. Nicht mal den haben wir noch. Wo ist er denn? Ich glaube, ich bin blind. Ach hier, Hammer. 3 Holz, 2 Stein. Ja, super. Jetzt kann ich das hier nicht mehr abbauen. Geht vielleicht auch, wenn wir mit der Axt drauf hauen. Dafür bräuchten wir natürlich eine Axt. Aber ich glaube, wir gehen lieber ein paar Sträucher einsammeln. Nehmen wir trotzdem fix die Axt mit. Ja, so schnell steht man wieder am Anfang. Aber was will man machen? Ich habe mich da einfach ein bisschen verschätzt. Hab nicht gesehen, dass wir schon bloß noch so wenig Leben haben. Und hatte definitiv auch die Hoffnung, dass da noch eine Tür kommt. Ich wollte eigentlich nur schnell abhauen. In den nächsten Raum, aber da kam keiner mehr. Jo, und so schnell geht's und man ist tot. Und jetzt haben wir hier natürlich 2 Hirsche. Ihr habt heute Glück. Ne, Wildschwein habe ich gar keine Lust. Ah ne, ist auch ein Reh. Oder Hirsch. Sah kurz aus wie ein Wildschwein. So, was hatte ich gesagt? 3 Holz, 3 Stein. Jetzt haben wir 2 Holz, 2, 1 Stein. Wir haben 1 Stein. War hier ein Sturm? Das habe ich doch nicht so liegen lassen. Himbeeren sind schon mal gut. Haben wir zumindest schon mal 3 verschiedene Lebensmittel. Und dann lasst mich hier mal kurz ein bisschen Holz hauen. Und ein Steinchen oder 2 Steinchen wären auch noch spitze. Wenn wir denn noch einen finden. Gott, dieser kleine Ausdauerbalken. Das macht ja gar keinen Spaß. Kann mir kaum vorstellen, dass wir die ersten Folgen so rumgerannt sind.
Bitte ein Stein. Ach Gott, nein, kein Wildschwein. Ein Stein, nicht Schwein. Hat das Spiel mich wieder falsch verstanden? Gib mir dein Fleisch. So, Lederreste haben wir wieder bekommen. Naja, haben wir denn? Hier haben wir noch was. Zack, zwei Steine. So, schnell wieder zurück. Ich möchte wirklich schnellstmöglich mein Loot wieder kriegen. Müssen dann halt auch mal schauen, wie wir es machen, weil unser Inventar war, wenn ich mich nicht täusche, voll. Kann ja nicht erst da reinrennen, dann mein ganzes Zeug wegwerfen. Um dort in Ruhe alles aufzusammeln, weil der Skelett-Spawner war ja gleich in der Nähe. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie wir es anstellen, weil ich glaube, wenn wir einmal das Grab gelootet haben... Wo ist denn jetzt unsere Rüstung hin? Jetzt hier weggeworfen? Wann ist denn das passiert? War ich nicht. Ja, aber ich glaube, wenn wir es einmal gelootet haben, dann liegt das Zeug zwar rum, aber wenn wir dann den Dungeon verlassen und wieder reingehen, ist es hundertprozentig weg. Deshalb, ich habe noch keine Ahnung, wie wir das hier am besten bewerkstelligen. Packen jetzt erstmal das ganze Zeug wieder weg. Wir so wenig wie möglich Loot mitnehmen. Achso, eine Feuersteinaxt wollte ich mir ganz gerne noch machen. Reicht das schon? Wo haben wir sie denn? Feuersteinmesser, Feuersteinaxt. Vier Holz natürlich und wir haben nur zwei gesammelt. Ich Vollidiot. Aber wir können ja jetzt hier so ein Ding abbauen. Und dann können wir uns zumindest mindestens die Axt noch machen. Bauhammer passt. Das. So, jetzt lasst uns mal schauen. Wir brauchen leeres Inventar. Also auch der Bauhammer weg. Die Axt hin. Das Ding weg. Ein Schild wäre mir noch ganz lieb. Was hat denn das gekostet? Das ist schon wieder alles so lange her. Hier, Holzschild. Vier Harz und vier Lederreste. Na, das sollten wir doch haben. Hier haben wir Leder. Und hier haben wir Harz. Das wäre zwar sicherlich besser hier. Aber wir nehmen jetzt erstmal das normale Holzschild. Das hat ja eigentlich seinen Job getan. So, den ganzen Spaß wieder hier rein. Sind die Truhen natürlich voll. Warum auch nicht? So. Ich sortiere das dann mal in Ruhe wieder aus. Ja, jetzt haben wir eigentlich erstmal alles, was wir bräuchten. Wir haben eine Axt, wir haben ein Schild. Ein bisschen Rüstung und ein bisschen was zu futtern. Futtern ist halt echt nicht viel. Wir müssen mal gucken, dass wir auf dem Weg dorthin eventuell noch ein paar Pilze und Himbeeren finden. Snacken uns das jetzt schon mal rein. Dass auch der Lebensbalken erstmal in Ruhe wieder nach oben schießen kann. Und dann lasst uns mal gucken. Wir sind hier. Ja, ungefähr die Richtung passt. Und damit vollen Leben wirklich rein. Am besten idealerweise die Skelette töten, die da sind. Unser Zeug aus dem Inventar werfen, Grab looten und schnell wieder raus. Jetzt habe ich schon wieder Steine eingesammelt, ne? Weg damit. Das passiert einfach automatisch. Ich kann gar nichts dafür. Ach, Gräuling. Ja, du rennst mir jetzt Ewigkeiten hinterher, ne? Dann erstmal nieder mit ihm. Harz auch raus. Dann haben wir hier noch Himbeeren. Und so ein paar Pilze wäre noch schön. Ach, sehr gut. War das Spiel doch mal wieder auf meiner Seite. Also das darf uns definitiv nicht nochmal passieren. Wir hatten alles für die Schmiede. Wir hätten Imker werden können. Und dann sowas. Das Leben wird vielleicht so auf 80 hochgehen, 85 vielleicht. Wir schauen gleich mal. Dann könnten wir prinzipiell Eiktür noch aktivieren, wenn wir reingehen. Bringt zwar, glaube ich, nur beim Sprinten und Springen was. Aber ich glaube, Sprinten werden wir da drin definitiv auch. Wie, hier kommt so eine Krautzwergenarmee. So, 83 Leben. Ist okay. Warum jetzt 82?
Habt ihr das gesehen? Biele hat uns ein Leben geklaut. Wohl nichts passiert ist. Wie viele Hirsche hier auf einmal rumrennen. Immer dann, wenn man keinen Bogen dabei hat. Na, geh weg. Du nicht. Heute nicht. Heute darfst du überleben. So, reicht dann aber auch. Soweit haben wir es ja nicht mehr. Ich hoffe, jetzt haben wir auch den Skill verloren mit keinen Fähigkeitenabzug. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal sterben, wird es noch schlimmer. Hätte man eigentlich nutzen sollen, das direkt zu machen, aber naja. So, die Himbeeren lasse ich jetzt erstmal liegen. Wir haben eigentlich genügend einstecken. Einen Pilz würde ich eventuell noch nehmen. Aber auch nur, wenn uns einer über den Weg läuft. Wir sind noch im Grasland. Also mal schauen. Es ist halt relativ nah an der Grenze zum dunklen Wald, glücklicherweise. Wir müssen halt nicht den halben dunklen Wald durchqueren. Das spielt uns zumindest schon mal in die Karten. Hier geht's los. Und hier vorne... Oh Gott. Ach nö. Ja, wir kommen nicht drum rum, ne? Ah, shit. Jetzt wurde mal getroffen. Nein. Zweimal sogar. Na, dann greif doch an. Ich würde sagen, wir warten ganz kurz ab. Ach, heb's doch nicht wieder auf. Werf's doch nicht ohne Grund weg. Ja, wir warten ganz kurz ab, bis das Leben wieder voll ist. 73. Müsste ja relativ schnell gehen. 72, es wird schon wieder weniger. Was ist denn heute los? Aber ich kann ja schon gar kein Essen mehr nachhauen. Anscheinend ist die Heilkraft nur für eine gewisse Zeit da. Naja gut, wir aktivieren jetzt mal Eiktür. Und probieren es einfach mal. Mehr als sterben können wir nicht. So. Hier ist die Grabstätte. Wo war der Eingang vom Dungeon? Hier ist er. Jetzt haben wir nochmal Schaden gekriegt. Na super. Gut. Wir sind hier hinter und dann links, wenn ich mich nicht täusche. Okay, ich täusche mich. Dann sind wir anscheinend gleich links. Geht bitte alle weg. Danke. Hier ist unser Loot. So, alles raus. Scheiße. Drei Skelette gleich. Wir sind schon wieder... Wir sind gleich tot. Wir kommen hier aber auch nicht raus, ne? Schnell, geht doch durch. Geht doch durch. Fuck, 12 Leben noch. Oh shit, wie sollen wir das schaffen? Das schaffen wir im Leben nicht. Spring, raus mit dir. Los. Oh Mann, ich dachte, wir kriegen es schnell hin. Es war gerade so ruhig. Ja, und jetzt habe ich unser Essen weggeworfen, natürlich. Ach, Mist. Ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Wir müssen, glaube ich, nochmal kurz raus aus dem dunklen Wald. Damit ich noch Pilze oder Himbeeren suchen kann. Wenn wir jetzt... Ne, wir laufen falsch. Hier müssen wir lang. Ja, das kann ja ein Spaß werden. Das ist halt eine richtig doofe Stelle. Ist wenigstens ein Raum gewesen wäre mit einer Tür, dass wir hätten die Tür zumachen können. So, wenn, dann können wir eigentlich nur idealerweise in dem Raum davor erstmal bleiben und gucken, dass wir alle Skelette ausschalten. Ach Mist, das ist echt ärgerlich. Warum bin ich nicht einfach rausgerannt? Verdammt. Jetzt wird natürlich auch schon wieder dunkel. Na gut. Wir brauchen auf jeden Fall entweder Pilze oder Himbeeren. Das sollte sich ja finden lassen. Ach komm.
Ach, zwei ja gleich, natürlich. Braucht euer Harz nicht, geht bloß weg damit. Baumstamm. Im Dunkeln sieht man es natürlich auch sehr, sehr bescheiden mit den Himbeeren. Hier sind welche. Oder halt, na, das Problem ist halt, wenn ich den Loot aufnehme und schnell wieder rausrenne. Na gut. Wir könnten reingehen, Loot auswählen, in den Vorraum rennen, wo die Tür ist, zumachen, uns in Ruhe erstmal wieder ausrüsten mit unserer richtigen Rüstung und dann nochmal rein, um den Rest zu holen, der liegen geblieben ist. Weil ein bisschen was wird liegen bleiben, weil unser Inventar war definitiv voll. Weil komplett ohne Rüstung rein und ohne Schild. Oder wir legen halt wirklich alles ab, bis auf die Rüstung. Nee, ich glaube, nee, dann sind wir tot. Das ist kein guter Plan. Wir müssen da definitiv so rein. Ich glaube, wir rennen wirklich rein, nehmen den Loot auf, rennen in den Vorraum, rüsten uns aus, lassen uns nochmal heilen und dann nochmal rein. Einen besseren Plan kriege ich nicht in meinen Kopf, so auf die Schnelle. Oh nein, keine blauen Augen, ach komm schon. Na. Ja, ansonsten, wenn wir sterben, dann bleibt uns wohl nicht viel anderes übrig, als tatsächlich uns noch besser auszurüsten. Aber sehr viel besser wird's halt auch bald nicht mehr. Klang gerade, als würde hier ein Troll rumlaufen. Hat er das Stampfen gehört? So, wir haben aber auch nur 66 Leben. Nochmal 20 weniger, als wir haben könnten. Das ist halt wirklich sehr bescheiden. Eiktür ist jetzt auch vorbei. Halt nicht, wenn wir uns hinsetzen, aber das macht nichts besser an der Geschichte, ne? Nee. Ach, doofe Skelette. So, irgendwo hier drüben war der Eingang, ne? Hier. Ich habe Angst. Sehr, sehr dolle. Sogar. Ach, shit. Aber wenn er erstmal alleine ist, wäre es ja okay. Er zieht nur zwei ab mit so einem Schlag, ne? Bisschen zu früh geblockt. Weiß nicht, ob das jetzt der Plan ist, hier reinzurennen. Kommen schon wieder die nächsten. Was denn jetzt? Ach, ich muss das alles auch noch einzeln auswählen. Ihr habt doch eine Macke. Wieso denn das? Ich dachte, das nimmt's alles mit einmal auf. Shit. Aber okay, dann können wir wirklich Stück für Stück rausnehmen. Es geht eigentlich. Ah, jetzt haben wir natürlich die Kerne vergessen. Aber ja, das ist eigentlich in Ordnung. Hör zu. Huh, wir haben's schon mal. Das heißt jetzt, alte Rüstung weg. Ja, jetzt extra nochmal nach Hause rennen. Wegen so ein bisschen Rüstung muss nicht sein. Der ganze Spaß hier ausgerüstet. Dann kaputte Axt weg. Weiß nicht, wie viele Plätze es jetzt noch waren. Aber eigentlich ist das gar nicht verkehrt. So kann man ja doch Stück für Stück sein Loot wiederholen. Ich dachte, man drückt halt drauf und es fällt einfach alles auf den Boden. Aber so war es gar nicht. Gut. Jetzt haben wir hier Skelett-Trophäe. Würde ich nicht unbedingt wegwerfen wollen. Hier machen wir uns noch einen Platz frei mit der Blaubeere. Jetzt gar kein Fleisch mehr, doch hier oben. Dann lasst uns noch mal kurz ein bisschen Leben generieren. Weiß nicht, ob was auf die 13 Holz könnte ich noch verzichten. Ja, die Feuersteine notfalls auch noch. Wir können sie erstmal hier liegen lassen. So, wir lassen jetzt noch ganz kurz das Leben voll werden. Ich hoffe mal, dass noch mal ein kleiner Tick kommt. Yep, 79 ist okay. Kämpfen jetzt erstmal gegen die Skelette hier. Oh nein, ich habe uns das Licht ausgemacht. Verdammt.
Der war dran. Wir locken die jetzt erstmal hier vor. Anders geht's nicht. Ach, der mit dem Bogen ist natürlich extremst nervig. Komm, schieß. Du Schlag. Shit, wir haben keine Ausdauer mehr. Fuck. Wo war denn die Ausdauer jetzt so schnell hin? Na, die kommen hier nicht raus. Gut. Die war jetzt aber schnell weg. Wenn das durch das Blocken so dolle verbraucht. Wir dürfen halt auch nicht Ewigkeiten brauchen, weil dann kommt direkt der nächste. Oder das nächste Skelett. Und da haben wir es nämlich auch schon. So, weg mit dir. Schnell hier hinter. Zack, 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 zack. Komm schon, nimm alles mit. Ja, hat genau auf den letzten Inventarplatz gereicht. Der hatte zum Glück keine Lust auf uns. Und die Tür zu. Wir haben es geschafft. Ich fasse es nicht. Wow. Das war wirklich mal ein bisschen aufregend. Gebe ich ehrlich zu. Das kriegen wir nicht mehr rein. Aber egal, wir haben alles andere. Und damit haben wir eigentlich ein gutes Folgenende erreicht. Wir haben es wieder geschafft. Wir sind wieder ausgerüstet. Wir können uns jetzt zum Imker machen. Und dann sehen wir uns morgen zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.